Who I am? I mentioned this already, already? Wer ich bin, das habe ich schon erwähnt. Alright, next please. When we build our community, now I came from Germany, I don't know how to operate it. Oh, that's so teeny. You see, in the religion, I bought three formulas to build the community. First, the formula, the value, and the partnership. Er hat es in drei Kategorien unterteilt. People. Very good. Another one. People try to divide you, telling that you are Sufi, you are Sunni, you are Shia, you are Salafi. Die Menschen versuchen euch zu teilen. Ihr seid Sufis, ihr seid Salafis, ihr seid Sunni. But you say that you are Muslim. Aber ihr sagt, wir sind Muslime. And don't let people to divide you on sectarian basis. Lasst euch nicht trennen auf säkulärer Basis. This is the tree which can build our community through. Dies sind die drei Dinge, die unsere Gesellschaft bauen. Trust, respect, engage and empower. Vertrauen, Respekt, Engagement und wie Verstärkung. We have to trust everyone. Wir müssen jedem vertrauen. We have to respect everyone. Wir müssen jeden respektieren. We have to engage with the members of the community. Wir müssen mit jedem zusammenarbeiten. And empower them. Und ihnen auch die Möglichkeiten geben an Verantwortung. Because we are here to build the community. Denn wir sind hier, eine Gesellschaft aufzubauen. To make that change, um eine Veränderung zu verursachen, and to create the future, um eine Zukunft zu erbauen. It's not a joke. Das ist kein Witz. This is the relation between the rich donor country or donor organization and the poor organization. Dies ist die Relation zwischen den reichen Spenderstaaten und den ärmeren Ländern. The rich organization should help the poor organization. Die reichen Organisationen sollen den Armen helfen. On the basis of partnership. Auf der Basis von Partnerschaft. Equal partnership. Gleiche Partnerschaft. Fat kiss. Der dritte Fall. What fat means? Was ist fett? Fat. Fett. I help as a rich organization, the poor organization by doing. Ich helfe der armen Organisation durch fundraise, bring money, Spenden sammeln, advocate to defend them, sie zu schützen, and train them. Training. So if you are a rich organization from Germany and you're going to work in Afghanistan. Or in Egypt, or in Somalia, or in Yemen, or in Syria, you fundraise, advocate, and train the small organization there. Wir Reichen aus dem Land helfen den gelisteten Ländern bei dieser Aktion. What the poor organization in these countries will do to you? Was die armen Organisationen in diesem Land für uns machen werden? They will give you a kiss. Sie werden euch einen Kuss geben. Which means knowledge-based, innovative, sustainable solution. Informationsbasiert, wissensbasiert, Innovation, nachhaltige Lösung. So, they have a role to play. Also, sie haben eine Rolle zu spielen. And you have a role to play. Und ihr habt eine Rolle zu spielen. And both roles are equal. Und beide Rollen sind gleich. You cannot work without them. Ihr könnt nicht ohne sie arbeiten. Because they have the solution. Denn sie haben die Lösung. They have the knowledge. Sie haben das Wissen. They have the innovation. Wir haben Innovation. They cannot work without you. Sie können nicht ohne uns arbeiten. Because they have the money. Wir haben das Geld. You have the technology. Wir train them. Wir haben die Technologie. Wir müssen sie trainieren. And you defend them. Und wir schützen sie. So partnership based on equality.
die Partnerschaft basiert auf Gleichheit. You are community builders and leaders. Each one of you should consider himself or herself as a community leader. Ihr seid alle Gesellschaftsbauer, jeder einzelne von euch. Jeder von euch sollte sich selbst als Gesellschaftsbauer ersehen. The first characteristic you have, die erste Charakteristika, die ihr habt, is to believe in the community. Ist in die Gemeinschaft zu glauben. You love your community. Ihr liebt eure Gemeinschaft. You work for the community. Ihr arbeitet für die Gemeinschaft. You protect your community. Ihr schützt eure Gesellschaft. You die for your community. Ihr stirbt für eure Gesellschaft. As a leader of the community. Okay? Clear? As a leader for the community. As a leader. Als ein Führer der Gesellschaft. Number one, to believe in your community. Also als erstes glauben an eure Gesellschaft. Then number two is to have a message. Das zweite, what are you going to tell the community? Ihr habt eine Nachricht mit euch. Was erzählt ihr eurer Gesellschaft? What's your message for the community? Was ist eure Nachricht an eure Gesellschaft? To bring justice to the community. Gerechtigkeit zu eurer Gesellschaft zu bringen. Number three, you live for a mission. Nummer drei, ihr lebt für eine Mission. Like the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. He told his uncle. Er lehrte seinem Onkel. Oh my uncle. Oh mein Onkel. If they put the sun on my right hand. Wenn sie die Sonne in meine rechte Hand legen. And the moon on my left hand. Und den Mond in meine linke Hand. And they will never leave my religion. Ich werde niemals meine Religion verlassen. Till it becomes clear for everyone. Dann wird es jedem klar. Or I die. Oder ich sterbe. So he has a message to deliver. Er hat eine Nachricht zu übermitteln. He believes in the community. Er glaubt an die Gemeinschaft. And they have a mission to accomplish. Und eine Mission, die er vervollständigen möchte. When you go to the community, wenn ihr zu der Gesellschaft geht, you have to have a product. Ihr müsst ein Produkt in der Hand haben. You don't just give a talk. Ihr habt nicht nur eine leere Rede. You have to produce a product for them. Ihr müsst ein Produkt für sie erstellen. You have a project for them. Ein Projekt für sie. To sort their problems, out. Um das Problem zu lösen. Okay. Then here, which is this one. In the community as a leader, you have to accommodate everybody. In der Gesellschaft als ein Führer müsst ihr jeden akzeptieren. You have to be inclusive. Ihr müsst inklusive sein. Do not exclude any member from the community. Ihr tut keine Mitglieder rausbringen. Okay? Then your character will be modesty, honesty, hardworking and so on. Dein Charakter, deine Charaktereigenschaften werden the last one. Bodenständigkeit und hart arbeitend. So you have to be modest to bend your bow down to the community. Bodenständig zu sein, ehrlich zu sein. Don't have anything to hide. Du bist ehrlich und transparent, hast nichts zu verstecken. Clear, sauber. To them and hard working. You work more than anyone else. Eine eindeutige Nachricht und du arbeitest härter als jeder andere. A leader of the community will be the hardest in working. Der Leiter einer Gesellschaft ist derjenige, der am meisten arbeitet. Not the one who takes photographs for himself or herself. Nicht derjenige, der Bilder für sich und for shake hands with people. Und der die Hände schüttelt von anderen. He is the one like the Prophet sallallahu alaihi wasallam when they were digging the khandaq. Er ist derjenige, wie diejenigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die den Graben ausgehoben haben. He told them, guide me to get the wood for you. Guide me to get the wood. Hatab, ja. The reward. No. The wood. Wood. A wood. Khashab. Holz. Leite mich recht, damit das Holz wird. Okay? Thank you. Let me give you some success stories. Ich gebe euch jetzt ein paar Erfolgsgeschichten. Islamic Relief or Muslim Aid or Human Appeal or Human Relief or whatever it is started 31 years ago. Vor 30 Jahren begann Institutionen wie Islamic Relief. When we started, with no office. Als wir begonnen haben, haben wir ohne Büro begonnen. No budget. Keinem Budget an Geld. No full-time worker, staff. Keine Vollzeitbeschäftigten. No big figures or big names. Keine Namen, keine große Zahlen. No big organizations behind us. Keine große Organisation hinter uns. Only university students. Nur Universitätsstudenten. Clear? After 31 years,
We in Europe managed to create a humanitarian movement. Und nach 30 Jahren It's not in a month, or 2 months, or 6 months, or a year. It's 31 years that you have to be very patient and hardworking. Es sind 3 oder 6 Monate, 31 Jahre. Ihr müsst hart arbeiten, um dies zu erreichen. Okay? This is what we call a humanitarian movement when there's a disaster, whether it's a flood, or volcano, or earthquake, or there's a conflict, or the war between people, we respond to them by helping them. Eine humanitäre Organisation kümmert sich darum, falls ein Krieg ausbricht oder eine Krise ist, dann kümmert sich die Organisation um diese Menschen. This is humanitarian movement. This is a success story. Dies ist humanitäre Arbeit. Now, what we need? Why I keep putting this? What is this in the corner out there? In der Ecke. Say it again. Nochmals bitte. I put it specially because this is me as a German citizen. Ich habe das extra da oben hingestellt, weil ich es gemacht habe als deutscher Staatsbürger. Okay. How can we build a society now? Wie können wir eine Gesellschaft aufbauen? It's very difficult to build a society. Es ist sehr schwierig, eine Gesellschaft aufzubauen. Because you have to look at every citizen and every member of the society. Denn ihr müsst auf jeden in der zivilen Gesellschaft schauen, auf jeden. And you have to look at their problems. Und auf ihre Probleme schauen. Whether they are children, whether they are women, whether they are men, whether they are elderly, ob sie älter sind, ob sie Männer sind. Education, sports. Immigration, all these kind of problems. Migration, Sport, Bildung. Disabled children. Kinder mit Beeinträchtigung. And all these problems of society. That's why building a social movement is more difficult than building a humanitarian movement. Daher ist es schwieriger, ein soziales Projekt zu entwickeln, als eine humanitäre Arbeit zu leisten. Humanitarian is based on emotion. Humanitäre Arbeit basiert auf Emotionen. But social is based on cementing and strengthening the community. Doch soziale Arbeit basiert auf Flechten, schon wie auf dem Bild, und ist dementsprechend auch schwieriger. Okay. When we look at our organization, wenn wir auf unsere Organisation schauen, some of our organizations are at the age of infant. Teile unserer Organisation sind auf Kindesalter. Auf der Altersstufe eines krabbelnden Babys, eines Teenagers, eines Erwachsenen oder im mittleren Alter. Most of our organizations in Europe, die meisten Organisationen bei uns in Europa, could be in the middle ones, maybe between childhood and teenager. Sind im Segment von Jugend und Teenager von zwischen 20 und 30 Jahren alt und gehen in die Richtung des Erwachsenen. We have to keep working hard to make it mature. Und müssen sehr hart weiterhin arbeiten, um erwachsen zu werden. We talk today about peace, isn't it? Wir haben heute über Frieden geredet, nicht wahr? Peace. Richtig? Yes. The conference, what's the name of the conference? Der Name der Konferenz war doch Peacemaker? Peacemaker? Peacemaker. Yes? Yes! Thank you! Let us look at this pyramid very carefully. Wir schauen uns das jetzt genauer an. And every one of us been born to be peace builder. Und jeder von uns ist geboren, Friedensgründer zu sein. And we have the DNA in our body to become peace builder. Und jeder von uns hat die DNA in uns, Peace, also Friedensgründer zu werden. So Allah has put it in every one of us. Also Allah hat es in jeden von uns reingebracht. Some of us develop the DNA to become a peacemaker. Und manche von uns haben es in Entwicklung, so ein Friedensstifter zu werden. So,
he or she wants to help the community. Also er oder sie möchte seiner Gesellschaft helfen. He or she will deliver a message. Er oder sie wird seiner Gesellschaft eine Nachricht übermitteln. So they go from being passive as a builder to active as a maker. Also gehen sie von der Passivität in die Aktivität, vom Builder in den Maker. It's up to us to become peacemaker. Es kommt auf uns drauf an, ob wir Friedensstifter werden wollen. But some, a few of us, will have a mission to accomplish like the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. Und manche von uns werden es auf sich nehmen, der Mission unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam nachzugehen. He has or she has more creative ideas. Er oder sie hat noch kreativere Ideen. Have creativity. Sie haben Kreativität. So they go from peacemaking to peace creator. Also gehen sie von der Stufe Peace, also Friedensmacher, zum Friedensschöpfer, sorry. Because everybody will go to their creativity. Denn jeder wird irgendwann zur Kreativität gehen. Because nobody else will be able to be creative in the solution that they produce. Denn nicht jeder ist in der Möglichkeit, vom Make auf die Kreativität zu gehen. So, you can become a peacemaker, you can become a peace creator, if we believe that we have a message and a mission to accomplish. Also, du kannst Friedensgründer oder Friedensschaffer werden, wenn du eine Nachricht mit dir hast und diese auch umsetzt. See, that all this happened to us because we believe, because of our belief, because of our faith. All diese gelten für uns, weil wir unseren Glauben haben, unseren Iman haben. Making peace is a part of a big industry. Also Frieden zu schaffen ist Teil einer großen Industrie. Yeah. So when you look at the peace as an industry, you need to bring many tools and many people to help you in bringing this peace industry. Und wenn du diese Industrie dir anschaust, dann musst du viele Leute mit vielen Nachrichten zusammenbringen, um dies zu bewerkstelligen. Which is the community you are in, or the society, or the nation, und the organization. Und diese ist eure Gesellschaft oder eure Institution, mit der ihr dies bewerkstelligt. I mentioned earlier that there is something called humanitarian movement. Is that right? And I said that it is emotional. And if you see a flood or a disaster or a war, you give money, you keep giving money, money, and you cry and you scream. Ich habe vorhin erwähnt, dass es etwas gibt wie humanitäre Arbeit, die ich als emotional bezeichnet habe, aus dem Grund, dass man dazu weint oder schreit. And they mention also the social movement when you talk about the citizen of the society or the country. Und ich habe auch über Soziales gesprochen, indem wir den Bürger erwähnt haben oder die Gesellschaft. So we have to build our social movement, which is more difficult than humanitarian movement. Also das Soziale zu erbauen ist schwieriger als das Humanitäre. We start as individuals, then we act as a community, then we do some seasonal activities. Wir beginnen als Individuum und reagieren dann als Gesellschaft. Then we do it every year, become traditional. Dann machen wir es jedes Jahr und es wird eine Tradition. Then we organize it by making organizations. Und dann organisieren wir größer, indem wir Organisationen gründen. Then we make it professional. Dann machen wir es professionell. Then actually once we involve the whole community on us. Und dann, wenn wir die ganze Gesellschaft involvieren, we consult the community and the society, und wir die komplette Gesellschaft auch benachrichtigen, and we do not make the membership only to have the decision, und wir machen nicht nur die Mitglieder fähig zu entscheiden, okay, and we let the community to own it, und die Gesellschaft ist Besitzer dieses, it becomes an institution. Dann wird es eine Institution. So an institution is community owned. Also eine Institution ist im Besitz der Gesellschaft. Organization is a membership owned. Organisationen sind basierend auf Mitgliedschaft. Clear? And from there we can create the industry of social movement. Und von dort aus können wir eine Industrie von sozialen Bewegungen gründen. And I believe in each and every one of you that you will be able to make it. Und ich persönlich glaube daran, dass jeder von euch in der Lage ist, dies zu tun. I believe in that. Ich glaube daran. Need you. Denn Deutschland und Europa braucht euch. Not only that, humanity needs you. Nicht nur das, die ganze Humanität braucht euch. But you need to build the social movement.
Doch ihr müsst die soziale Bewegung gründen. To be a peace creator. Um Friedensschaffer zu sein. Peace builder and peacemaker. Friedensbauer und Friedensmacher. How can we build partnership together? Wie können wir eine Partnerschaft bauen? It starts from verifying information. Es beginnt, Informationen zu bestätigen, zu verifizieren. Reading or analysis. Lesen und analysieren. Creating knowledge. Wissen zu erstellen. Before you communicate. Bevor ihr kommuniziert. After you make the knowledge, you communicate. Nachdem ihr das Wissen erstellt habt, dann kommuniziert ihr. Then once you communicate, you network with others. Then once you communicate, you network. Denn sobald ihr mit anderen kommuniziert, baut ihr ein Netzwerk. Once you network, you empower. Und sobald ihr damit arbeitet, tut ihr auch Kraft entstehen lassen. You empower youth. Ihr bekräftigt Jugend. You empower women. Ihr bekräftigt Frauen. You empower every able citizen. Ihr bekräftigt jeden fähigen Bürger. Able to make that change. Ihr befähigt ihn damit, eine Veränderung zu machen. Because we are here as change makers, not only peace makers. Denn wir sind hier nicht nur als Friedensmacher, sondern auch Leute, die Änderung bringen. The change makers change the society. Bring the future, create civilization. Diejenigen, die die Änderung bringen, verändern die Gesellschaft und verändern damit die Zukunft. And you are those people. Und ihr seid diese Leute. You believe in that, you are change maker. Ihr glaubt daran, ihr seid Leute, die die Änderung bringt. Glaubt ihr daran? Yes. You are change maker. I am not joking. Ich mache keine Witze. I have no time to live, but you have a lot of time to live. Ich habe keine Zeit lang zu leben, aber ihr schon. I am still 26. Ich bin 26 Jahre. Once you empower, when you empower people, you let people to trust you. Wenn ihr Leuten Kraft gebt, Macht gebt, vertrauen sie euch. Once they trust you, nachdem sie euch vertrauen, you build a partnership. Dann baut ihr eine Partnerschaft. And then you can go to the fat case and you look at actually the local community. Und dann geht ihr zum großen, dicken Kuss und schaut euch die Gesellschaft an. And to empower the local community, und um die lokale Gesellschaft zu verstärken, to make it a part of the global community, werdet ihr daraus von der lokalen eine globale Gesellschaft erbauen. Because we should believe, denn ihr müsst daran glauben, that the south and the east, dass der Westen und der Süden, and the far west in Latin America, Osten und Süden, are as good as us, dass der auch Amerika auch so gut sind. Lateinamerika auch genug. I understand German. Okay, so you go up this way. How to do it? You look at about impartiality, neutrality, transparency and humanity as principles. Also ihr schaut auf Transparenz, Humanität, also Menschlichkeit, Neutralität. Das vierte kann ich jetzt gerade leider nicht sagen. And you build a society. Und ihr baut eine Gesellschaft. From the family to humanity. Auf die Humanität. From the family. A husband and a wife, and children, a relatives, a neighbors, a family. Bei der Frau, bei dem Ehemann, bei dem family is the smallest society in the greater society. Die Familie ist die kleinste Gesellschaft in der großen Gesellschaft. Okay. What challenges are facing us? Welche Herausforderungen haben wir? Facing us. Welche Herausforderungen haben wir? First of all, I mentioned about it's easier to build the humanitarian movement than social movement, and I mentioned this. Das erste, was ich erwähnt habe, war, es ist einfacher, eine humanitäre Bewegung zu gründen, als eine soziale. Because in the social movement you do training, capacity building, environmental projects, help of the ethnic minorities, social works, women groups, children homes, seniors, so on, so on, so on. It's very difficult. Denn in der sozialen tut ihr Training, ihr tut
Umweltprojekte aufbauen, ihr tut Minderheiten fördern und dies ist schwieriger. The second challenge is when you work in an area like Pakistan, Afghanistan or Somalia or Syria, you have gatekeepers. Und wenn ihr in einer, die zweite Schwierigkeit liegt darin, in Situationen wie zum Beispiel in Somalia, dass ihr, dass wir Pförtner, Leute vor Toren. That's what they call them, proscribed groups or terrorist organizations. Zum Beispiel Terroristen. This is another challenge. Das ist eine andere Herausforderung. People look at you as Muslims and they start to make a stereotype about you. Die Menschen sehen euch als Muslime und sehen sofort Stereotypen. And this is another challenge. Und we have to change it. Und wir müssen dies ändern. The counter-terrorism policy. Gegen den Terrorismus. Which is making it difficult. Dies macht es schwieriger. Okay. Media. And social media. And what they write about individuals. Which is maybe a lot of it is false, but they have the power to write it, unfortunately. Medien und soziale Netzwerke, die über Individuen schreiben, aber sie haben leider die Macht. Human resources. You are human resources. You know, the most precious component of any society is you, as human resources. Das Wichtigste in einer Gesellschaft seid ihr als einzelne, als einzelne Kraft. So, we don't have enough trained human resources to deal with all these problems. Wir haben nicht genug trainierte Personen, um mit diesem Problem klarzukommen. The role of women, and despite the fact that maybe Mother Khadija, radiallahu anha, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was empowered from the day one. And she was going out to help the Prophet sallallahu alaihi wasallam in da'wah, by finance, by advocacy, by everything. But now the role of Muslim woman is not as good as the role of Khadija 1400 years ago. Die Rolle der Frau im Beispiel unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, Khadija radhiyallahu anha, die ihn unterstützt hat finanziell in seiner da'wah in jedem Bereich. Wir müssen daran arbeiten, der Frau diese Position zurückzugeben. So we need a strong role for women. As it was for Lady Khadija. Wir benötigen eine starke Rolle der Frau. Youth. 50% of our society. Youth. 50% unserer Gesellschaft, Jugendliche. We have to train them, guide them, inspire them, and let them to become the future leaders. Wir müssen sie trainieren, inspirieren, dazu in der Zukunft Führer zu werden. And this should go from the house, from the home, to the mosque, to the school, to the community, to the whole, the greater society and to the world. Dies sollte stattfinden von zu Hause, in der Moschee, in der Schule, bis hin zur ganzen Gesellschaft. So building up the character of youth is started from the father and the mother at home. Den Charakter eines Jugendlichen zu entwickeln, beginnt zu Hause bei der Mutter und dem Vater. Individualism. Every one of us will think about himself or herself as she is the best. Or he is the best. And I cannot do it alone. I don't want anybody with me. Individualismus. Jeder von uns glaubt, dass wir selbst die Besten sind. Dass wir alles alleine schaffen. This is wrong. Dies ist falsch. We have to fight the ego. Wir müssen das Ego bekämpfen. Okay? We have the ego is a sign of sickness. Das Ego ist ein Zeichen der Krankheit. Competition. Why should we be competing with one another? This mosque should compete with this mosque. This organization should compete with this organization. There is no platform to unite or to understand or to cooperate or to connect. Wettkampf zwischen dieser und dieser Moschee, dieser und dieser Institution. Es besteht so viel Wettkampf. Competition also is a part of the ego of the individual and the organization. Wettkampf im Level des Individualismus. Inclusivity. We should not exclude anybody. We should include everybody. Even if the people do not agree with our opinion, we should include them.
Because our building society. Inkludieren Leute nicht ausgrenzen, sondern wir sollten sie in uns nehmen und nicht. See what Allah said here. There is no compulsion in religion. Seht, hier sagt Allah, es gibt keinen Zwang in der Religion. And you told Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you convey the message and let everybody to hear you. If they want to become Muslim, they can become Muslim. If they don't, do not compel them. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwang keinen, wenn jemand Muslim werden wollte, wurde er es und keiner wurde gezwungen. So, you do not discriminate against cultures, values, race and ideology. Also ihr diskriminiert keine Kulturen, keine Werte, keine Rassen oder Ideologien. The role of the scholarship, the role of the scholars, the imams or the, what do you call imams? Die Rolle der Imame oder Verantwortung. And this is very challenging. Und dies ist sehr herausfordernd. To the imams in the mosque. Für die Imame in der Moschee. They have to change the religious text. Sie müssen den religiösen, die religiösen Schriften ändern. The community values. Die gesellschaftlichen Werte. And to inspire us. Sie müssen uns inspirieren. To become emotionally and excited to do something for the community. Sie sollten uns inspirieren, emotional und gefühlsmäßig etwas für die Gesellschaft tun zu wollen. So we can produce the project which can serve the community. Damit wir Projekte gründen, die der Gesellschaft dienen. The imams of the mosque are not just a Friday speaker. Die Imame der Moscheen sind nicht nur Freitagsreden. They are not just talking about the past. Sie reden nicht nur über die Vergangenheit. The past was great. Die Vergangenheit war groß. But the future should be greater. Doch die Zukunft sollte noch größer sein. And should listen to us. Und sie sollten zu uns hören. And they should find a solution for us. Und sie sollten eine Lösung für uns finden. It's not absolute haram. Es ist nicht absolut haram. Or absolute halal. Oder absolut halal. There's something in the middle. Es ist ein Mittelweg. And where the imams and the scholars have to find the solution. Und die Imame und die Wissenschaftler müssen eine Lösung finden. Because we are building society. Denn wir bauen eine Gesellschaft. We are building community. Wir bauen eine Gesellschaft. We are building peace. Wir bauen Frieden. And we are making the change. Und wir machen die Änderung. Because you are change makers. Denn ihr seid Änderungsbringer. And you are peace creator. Und ihr seid Friedensgründer. As I believe in you. So glaube ich. Let me give you some examples from the past, the great past. Ich bringe euch ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. Eine Once upon a time, a leader like you. Vor einiger Zeit ein Zuschauer wie du. But he was a messenger of the prophet. Der ein Prophet war. He thought that nobody else on the earth have more knowledge than him. Er sagte, es gibt keinen anderen auf der Erde, der so viel Wissen hat. So Allah has to send him a slave. Also Allah, dann schickte Allah einen Sklaven, der ihm lehrte. That somebody more knowledgeable than you. Dass es jemanden gibt, der noch mehr weiß wie du. This prophet was. Dieser Prophet war. Musa alayhi salam. Okay, fine. Al-Khidr. And you read Surah Al-Kahf every week, isn't it? Er schickte Al-Khidr. So there is nobody above the knowledge. Und ihr liest jede Woche Surah. The only knowledgeable is Allah. Es gibt kein höheres Wissen und im höchsten. Every one of us. Im höchsten Wissen ist es Allah. Und jeder von uns. Every one of us. Und jeder von uns. Has certain knowledge. Und jeder von uns hat ein gewisses Wissen. Even the prophets and messengers. Auch die Propheten und die Gesandten. Even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he was asked about the dead trees, they told him, Prophet, is it your knowledge or this from Allah? He says, it's my knowledge. He said, no, it's not, this is not the right word. Selbst unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt über die Dattelbäume und er wurde dann gefragt, ist es dein Wissen oder von Allah? Und er sagt, es ist mein Wissen. You see, we talk about empowerment. Wir reden über Bekräftigung. Of the most, the smallest member of society. Des kleinsten Mitgliedes der And Gesellschaft. And this is King Suleiman alayhi salam. So wie Suleiman alayhi salam. When this Hubu bird, wenn dieser, als dieser Hubu Vogel, yeah, was late for the meeting, als er zu spät war für die, für das Treffen, he was very angry. Der Prophet. And they said, I will cut her throat or I will punish her. Der Prophet Suleiman alayhi salam war sehr wütend und hat gesagt, ich werde ihn töten. But the justice of Suleiman alayhi salam. Doch die Gerechtigkeit von Suleiman alayhi salam. Let the little bird to come. Lass den kleinen Vogel kommen. And stand like this. Und lass ihn stand, stehen. And tell him Suleiman. Und sagte ihm Suleiman alayhi salam, I have come to you with a knowledge that you don't have. Alayhi salam. Und der Vogel sagte, ich komme mit einem Wissen, was du nicht hast. Yeah, I love this you. See. And he told him what the news of the Queen of Sheba. Und er berichtete über die Königin von Sheba.
So the little bird was very comfortable because he's standing in front of Suleiman, the king of justice. Und der kleine Vogel war sehr relaxed vor Suleiman a.s. zu stehen. That's why he is the justice. Even Suleiman a.s. Dies war die Gerechtigkeit von Suleiman a.s. was caring for the weakest member of the society. Suleiman a.s. kümmerte sich um die kleinsten Mitglieder der Gesellschaft. Characteristic of the leaders. Dies ist eine Charakteristika von Führern. When he listened to the ants talking to one another, als er den anderen Ameisen zuhörte, and telling one another, Suleiman will destroy our tunnels. Und die Ameisen unter sich sagten, Suleiman a.s. wird unsere Tunnel zerstören. So he has to go around, not to destroy the tunnel. Also ging er Umwege, um sie nicht zu zerstören, diese Tunnel der Ameisen. See how the leader look after the weakest and the smallest and the marginalized member of the society. Schaut, wie die Führer einer Gesellschaft auf die kleinsten Mitglieder achten. This is Surah Kahf again, Zulqarnain. Dies ist in Surah Al-Kahf, Zulqarnain. Allah sends Zulqarnain to a very primitive society. Allah schickte Zulqarnain zu einer sehr primitiven Gesellschaft. He did three or four things. Und er machte drei oder vier Dinge. Because every year Gog and Magog used to come and attack them. Denn jedes Jahr kam Gog und Magog und attackierten sie. Und sie kamen und stahlen. Und Frauen wurden vergewaltigt. And they're complaining to Zulqarnain. Und diese Gesellschaft beschwerte sich bei Zulqarnain. With his army was protecting them. Und seine Armee schützte sie. Then he discovered the iron on the mountain. Und dann fand er Eisen auf dem Berg. Okay. Then he was sharing the information of technology with them. Und dann beriet er sich und tauschte Informationen über Technologie aus. He trained them. Er trainierte sie and they empowered them. Und er bekräftigte sie. And they built the big wall. Und sie bauten den großen Wand. He did the fact. Er ging nach den Fakten. The fact. And they helped him in the kiss. Und sie halfen ihm. In the kiss. In dem Fall. This is as a primitive society. Dies als eine primitive Gesellschaft. This is Yusuf alayhi salam. This is Yusuf alayhi salam. He went to more complicated society. Er ging auch in eine komplizierte structured society. In eine strukturierte Gesellschaft. State. In einen Staat. Big old state in Egypt. Einen sehr großen Staat in Ägypten. And he was the center of universe for food. Und es war, er war im Zentrum für Nahrung. Ministry. Yeah. Okay, okay, Ministerium. So Allah subhanahu wa ta'ala has to train him. Und Allah trainiert ihn. Über 30 Jahre lang. To take this role. Diese Rolle zu akzeptieren. From the time his brothers hate him and throw him in the well. Von dem Zeitpunkt aus, als seine Brüder ihn gehasst haben und in den Brunnen geschmissen haben. Then he was sold. Dann wurde er verkauft. Then he was brought up in the house of the Egyptian leader. Dann wurde er im Haus des ägyptischen Führers. Then the woman were after him. Dann hat die Frau nach ihm geschaut. Then the woman brought a group of women after him as well. Dann brachte die Frau eine große Gruppe von Frauen nach ihm. Then they decided. Dann haben sie entschieden. If he does not do 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 do, wenn er das und das nicht macht, do 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 do, they put him in prison. Dann wird sie ihn ins Gefängnis schmeißen. And he was in prison for about 10 years. Und er war im Gefängnis für circa 10 Jahre. So it is a process. Dies war ein langer Prozess. Why is in the prison? Why he was in the prison? Als er im Gefängnis war. He started to communicate with the Egyptian political prisoners. Und als er im Gefängnis war, kommunizierte er mit den Insassen im Gefängnis. To make a core group. Um eine Kerngruppe zu bauen. To help him to understand Egypt. Um Ägypten zu verstehen. And the structure of Egypt. Und die Struktur von Ägypten. So when the king saw the dream. Und als der König ihn rief. So the, and Yusuf translated it or interpreted it. Und als er den Traum interpretiert oder analysiert hat. The king requested for him to come. Und der König nach ihm gefragt hat. But he said, first you have to clear my name. Sagte er, erst musst du meinen Namen bereinigen. My dignity and my credibility. Dignity and credibility. Yeah. Also meine Ehre und Ehre zumindest. Okay. That's why the king liked him. Daher hatte and they made him to be an advisor to the king. Und daher hatte ihn zum Berater erhoben. To change a big structure society like Egypt at that time, you have to have somebody else with you from the society. Um eine große Struktur wie die Gesellschaft von Ägypten damals zu ändern, musstest du jemanden wie ihn haben. Okay.
And you know the story of the king of the prophet Musa, the prophet Yusuf alayhi salam. Und ihr kennt ja die Geschichte von Yusuf alayhi salam. He built the canal, he built everything in the storage of the wood. Der dann den Kanal geschafft hat und den Speicher. As I believe in you, come on, I finish, sister. As I believe in you, as I believe in you, und wie ich in euch glaube, as change makers, als Leute, die Änderung bringen, as peace creator and peace makers, als Friedensschaffer und Friedensmacher, and community leaders and builders, als Gesellschaftsführer und Bauer, as young men and young women, als junge Frauen und Männer, I say thank you to you. Ich sage Danke an euch. Of allowing me to be with you today. Die Ehre gehabt zu haben, mit euch zusammen zu sein. And I believe. Und ich glaube, that you'll be the best citizens, dass ihr die besten Bürger of Germany, der Deutschland seid. We need your service. Und Deutschland braucht eure Hilfe. Because you believe in your mission. Weil ihr an eure Mission glaubt. As a community builder. Als Gesellschaftsbauer. And peacemaker and peace creator. Als Friedensschaffer und Friedensmacher. And change maker. Und Änderungsbringer. You are. Exactly.